Heute bin ich bei den ASKE-Sportschützen Vöcklabruck in Attnang-Puchheim zu Gast, wo die diesjährigen oberösterreichischen Landesmeisterschaften für PCC und Production ausgetragen werden. Vom 23. bis zum 25. März 2023 fand auf dem Gelände der ASKE-Sportschützen Vöcklabruck die Landesmeisterschaft Oberösterreich in der Division PCC und Production statt. Die rund 150 Starter sind gekommen, um ihre sportliche Leistung zwischen den oberösterreichischen Topschützen und Innen zu messen und zu vergleichen. Die aufgebauten Stages enthielten einen hohen Schwierigkeitsgrad und stellte eine dementsprechende Herausforderung auch für den geübten Schützen dar. Doch wie siehst du das, Kurt? Alle Übungen ohne Ausnahmen haben absolute Level 2 Charakter, wenn nicht höher. Es entspricht zu 100% dem IPCC Regelwerk. Das, was meines Erachtens enorm wichtig ist, man hat das auch nicht überall in allen Bewerben, aber gerade da in Vöcklabruck, die wissen, was Sache ist. Die Leute, die da am Werk sind, sind auch die, die viel ins Ausland oder zu höherwertigen Bewerben fahren und die dann die Stages aufbauen. Ja, die wissen schon, was Sache ist und was gefragt ist. Dass IPSC nicht nur den jungen Sportschützen vorbehalten ist, beweist das sehr breite Starterfeld. Egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, IPSC ist eine Sportart, die jeder ausüben kann. Mit 80 Jahren aber war Didi Leist der älteste Teilnehmer. Seit wann betreibst du den IPSC-Sport? Ja, ich schieße ungefähr 30 Jahre jetzt und angefangen habe ich richtig nach der Pension und ich bin voriges Jahr 80 gewesen. Dass das Level des Abverlangten können bei diesen Landesmeisterschaften extrem hoch war, bekamen auch einige Top-Schützen am eigenen Leibe zu spüren. Also, zuerst möchte ich meine Karriere als Schütze aufgeben und nur noch als RO tätig werden, weil mit den Herausforderungen, die jetzt da gefordert werden, war sogar ich überfordert. Stage Nummer 6 war das, Nummer 7 war so herausfordernd, dass sogar ich gecued wurde. Also, lieber Schützen, stellt euch die Herausforderung, aber seid trotzdem vorsichtig. Ja, anspruchsvoll, ich würde sagen, wir haben wieder unser Bestes gegeben, dass wir zumindest Stages hinlegen, die jeden Schützen ansprechen. Also wir haben versucht, dass wir was Schnelles machen, wir haben ein bisschen was zum Denker gemacht, wir haben ein bisschen was zum Zünd gemacht und wie ich dann bemerkt habe, war es dann tatsächlich wirklich so. Also ja, ich würde behaupten, es passt. Trotz hohen Schwierigkeitsgrad des Matches ist Sicherheit im IPSC-Sport immer das oberste Gebot. Daher werden die Sicherheitsprozeduren auch im Training angewandt und die Schützen meistern den Parcours daher bravourös. Also haben sie wirklich wieder ideenreich aufgebaut und von der Schwierigkeit her genau angemessen und Landesmeisterschaft. Also war echt super. Man möchte gratulieren den Aufbauern und natürlich auch den Helfern und allen, die RO's, die mitgearbeitet haben. War super Match. Wir gratulieren recht herzlich den amtierenden Landesmeistern 2023. In der Kategorie PCC Manuel Stockmeier, Werner Weisbeck, Franz Berger, Katharina Schneider und Michael Eckmeier. Sowie in der Kategorie Production Andreas Oriol, Manfred Winkler, Walter Hochholdinger, Marlene Altenhofer und Jana Entholzer.